Abgeordneten, meine Damen und Herren. Wir haben unseren Antrag zur vorausschauenden Planung der Infrastruktur unter den Titel »Was die Stadt braucht« gestellt. Auch weil wir eine Vorstellung davon haben, was die Stadt nicht braucht. Olympische Spiele zum Beispiel. Es ist geradezu dreist, nach der Niederlage beim Volksentscheid eine Olympiabewerbung in Aussicht zu stellen, zumal für eine Volksbefragung die verfassungsmäßigen Voraussetzungen fehlen. Das dürfte hier allen bekannt sein. Von einem gescheiterten Großprojekt zum anderen, nichts gelernt und nichts verstanden? Oder Angriff ist die beste Verteidigung? Ich frage mich, wann SPD und CDU endlich die Stadt als Gemeinwesen und die Daseinsvorsorge als Großprojekt erkennen und angehen. Nun könnten Sie natürlich entgegnen, dass Sie schließlich einen Stadtentwicklungsplan Wohnen vorgelegt haben und an einem Stadtentwicklungskonzept 2030 arbeiten. Aber darin fehlen Aussagen zum Erhalt oder gar Ausbau der sozialen Infrastruktur komplett. München gab für seine Olympiabewerbung 33 Millionen Euro aus. Klaus Wowereit kalkuliert für eine Berliner Bewerbung großzügig 60 Millionen Euro. Er kennt ja die Berliner Verhältnisse. Wir fordern die Koalition also auf, diesen Betrag für den Erhalt und den Ausbau der sozialen und kulturellen Infrastruktur zusätzlich bereitzustellen. Es ist tatsächlich erstaunlich, wie Senat und Koalition die wachsende Stadt beschwören, als sei Wachstum ein Wert an sich, per se wünschenswert und führe zur Lösung aller Probleme. Das Gegenteil ist richtig, weil die Stadt außer im Wohnungssektor de facto nicht wächst. Räumlich kann sie sich ohnehin nicht ausdehnen, da sind wir uns sicherlich einig, werden die Entwicklungsvoraussetzungen immer schlechter. Jede Entwicklung muss aber planerisch begleitet, im besten Fall vorbereitet und orientiert werden. In diesem Prozess und vor allem im Ergebnis sind finanzielle, technische und administrative Entscheidungen zu treffen. Das alles braucht Zeit und Geld. Die eine läuft uns davon, das andere ist knapp und kann nur einmal ausgegeben werden. Die Berliner Verwaltung, vor allem die Bezirke, sind noch immer auf Schrumpfung und Sparen, bis es quietscht, programmiert. Sei es bei der Zahl der Beschäftigten, sei es bei der baulichen Unterhaltung, bei den Investitionspauschalen oder eben bei der sozialen und kulturellen Infrastruktur. Im Wochentakt werden nun von Senatsseite neue Zahlen zu Wanderungsgewinnen und gestiegenen Einwohnerzahlen verkündet, um damit die Notwendigkeit eines intensivierten Wohnungsbaus zu begründen. Aber die Stadt ist mehr als Wohnen. Und nicht jeder Wohnungsbau hilft uns weiter. Wir brauchen bezahlbares Wohnen. Und Wohnungsbau ohne begleitende wohnungsnahe Infrastruktur schafft keine lebenswerte und zukunftsfähige Stadt. Eine soziale und, wie Klaus Wowereit so schön gesagt hat, menschliche Metropole braucht Orte der Begegnung, des nicht kommerziellen Austauschs und der Teilhabe. Und deshalb haben wir den Senat aufgefordert, einen Stadtentwicklungsplan zur sozialen und kulturellen Infrastruktur zu erstellen. Natürlich im Abgleich mit bezirklichen Schulentwicklungs-, Kita-Bedarfs- und sonstigen Planungen, mit dem Stadtentwicklungsplan Wohnen und im Zusammenhang mit dem Stadtentwicklungskonzept 2030. Das ist das Mindeste, wenn man von der wachsenden Stadt schwätzt. Stadtentwicklungspläne sind wichtige Instrumente der Berliner Stadtplanung. Mit ihnen werden Entwicklungsschwerpunkte und Leitlinien für die mittel- bis langfristige Planung, im besten Fall auch Maßnahmenprogramme und Prioritäten formuliert. Berlin steht, und das wissen wir alle, vor immensen Herausforderungen. Das Angebot an sozialer Infrastruktur für Kinder und Jugendliche kann mit der steigenden Nachfrage in vielen Teilen der Stadt bereits heute kaum noch mithalten. Zum anderen steigt aber auch der Bedarf an sozialer Infrastruktur für Ältere. Wir wissen, dass angenommen wird, dass bis 2030 die Bevölkerung um 250.000 bis 300.000 Personen wachsen wird. Ob das nun so eintritt oder nicht, sei dahingestellt. Auf jeden Fall bedarf es planerischer Vorsorge. Deshalb soll der Stadtentwicklungsplan unter anderem den Flächenbedarf aufzeigen, Flächen gegebenenfalls sichern, ankaufen, diese Möglichkeit eröffnen und natürlich für die Abschätzung des zusätzlichen Finanzbedarfs sorgen, damit dieser rechtzeitig in die künftigen Haushalte eingestellt werden kann. Das ist es, was die Stadt braucht.